Also das erste richtige Treffen oder das erste richtige bewusste Wahrnehmen voneinander war das Trainingslager 2009, als wir nebeneinander in unserem Vereinsbus saßen und sie ein Buch gelesen hat. Und mein erster Spruch zu ihr war: Das Schwarze ist übrigens Stichtrift, sozusagen angesprochen, weil ich schon im Bus saß und gelesen habe. Und da dachte ich natürlich gleich, ja, die ist ja witzig drauf und hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Im Trainingslager selber haben wir dann auch noch ein Zimmer zusammenbekommen, ohne das jetzt unbedingt gewollt zu haben. Schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht und haben einfach gemerkt, das passt, wir kommen gut miteinander klar. Und ja, so haben wir uns immer mehr lieben gelernt. Zusammengekommen sind wir dann am Hab sie oft nach Hause geschafft. Am Anfang haben wir es versucht, vor ihren Eltern noch zu verheimlichen, weil das so das erste Mal war, dass sie mit einer Frau zusammen war. Ja, das kann man gar nicht so speziell sagen, das erste Treffen, denn sind ja beides Fußballerinnen. Und haben wir die Susi eigentlich beim Fußball kennengelernt, ohne zu wissen, dass später daraus mal eine Liebe zwischen Diana und Susi wird. 26. August 2009, das ist so unser Datum. Und ja, von da an haben wir einfach ganz viele Sachen erlebt. Wir waren gemeinsam im Urlaub. Dort ist leider die SpongeBob-Luftmatratze kaputt gegangen, ihr Ein und Alles. Sodass wir einen Mattmaster kaufen mussten und mit dem dann durch die Wellen geritten sind. Und zuletzt waren wir in der Türkei. Das war auch ein sehr schöner Urlaub mit vielen Erlebnissen, mit Ausflügen, mit Rafting. Wir haben eigentlich alles miteinander erlebt und miteinander unternommen. Sie fehlt mir, sobald sie nur über Nacht zum Dienst auf Arbeit bleiben muss. Und ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach, wir gehören halt einfach zusammen. Und wenn wir zusammen was unternehmen, ist das immer vollkommen, sage ich mal. Ich denke, dass beide gut zusammenpassen, dass sie ihren Weg gehen werden, dass beide intelligente, junge Frauen sind, die ihr Leben meistern werden. Ich denke, wir haben noch viel Freude mit ihnen. Für den heutigen Tag wünsche ich mir eigentlich, dass es primär erstmal nicht regnet, dass alle Gäste oder dass es allen Gästen gut geht, dass sie viel Spaß haben an der Feier, dass wir viel erleben, dass die Hochzeitstorte schön aussieht und ja, dass wir lange feiern bis in die frühen Morgenstunden und viel tanzen. Also für unsere gemeinsame Zukunft wünsche ich mir eigentlich, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist, dass wir so perfekt harmonieren, dass wir uns weiterhin so stark lieben, wie wir es jetzt tun, dass wir uns das immer wieder sagen, dass wir das eigentlich auch voneinander immer wissen, dass wir das Gefühl haben, uns immer auf den anderen verlassen zu können. Tiefstes Vertrauen, Treue, immer füreinander da sein. Susi, für dich wünsche ich mir natürlich, dass das einer der schönsten Tage in deinem Leben wird. Dass es alles so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Und dann wollte ich dir noch sagen, dass ich dich ganz doll liebe. Habe ich auch gar keine Zweifel, dass da irgendwas sich dran ändern sollte. Es bleibt alles so, wie es ist. Und wird noch viel besser. Ich liebe dich. Oh,
eine Hochzeit zu feiern, ist ja nicht so etwas ganz Alltägliches. Es ist doch ein sehr außergewöhnliches und sehr besonderes. Wir haben hier zwei junge Mädchen, zwei junge Frauen, die eigentlich viel mehr verbindet als nur das Interesse am Fußball und das Interesse an der Medizin. Die zwei, die passen zusammen, die ergänzen sich. Möchte ich doch zum Ausdruck bringen, dass wir an dem heutigen Tag durchaus nicht eine Tochter verloren haben, sondern wir haben eine Tochter gewonnen. Und in diesem Sinne wünsche ich Susanne und Diana alles Gute und uns ein schönes Fest und sehr zum Wohle alle miteinander. Ja, ich bin. Ja, ich will.